Guten Tag, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Willkommen zurück bei Pokémon Kristall. Jetzt fliegt wir. Jetzt fliegen wir alle ins Weltall, ja. Scheiß drauf. Was? War's geschlossen? Ausreden. Das sind alles nur Ausreden. Aber ist so gut, dann machen wir es eben so. So, jetzt hast du hoffentlich nicht mehr geschlossen. Mann, ist ja fast so wie beim Schlecker. Hä, warum ist jetzt keiner da? Hallo, wo seid ihr? Es tut mir leid, ihr habt ja offen, Mensch. Okay, tut mir leid, dass ich euch als Schlecker bezeichnet habe. Ich nehme es wieder zurück, aber bitte, kommt wieder her. Ich brauche euch, um Evoli zu Naftara bzw. Psyana zu entwickeln. Leute! Die wollen mich trollen. Haben sie jetzt auch gemacht. Scheiße. Na gut, dann sind sie halt heute nicht da. Sie sind wahrscheinlich auf den Malediven im Urlaub. Ah, jetzt sind wir hier, genau. Na, da ist auch noch der Rocket, der... Natürlich, ach man, jetzt müssen wir wieder durch den Untergrund durch, weil hier diese einzelne Rocket uns den Weg versperrt. Super. Ja, übrigens ist diese Aufnahme nicht mehr nachsynchronisiert. Sie ist wieder live. Ich kann jetzt hier bestimmen, wann ich was mache. Zum Beispiel kann ich jetzt zum Beispiel nach unten gehen, sinnlos, oder wieder nach oben. Oder wieder nach unten, nach rechts, nach links, ist egal. Alles wieder frei. Blablablab. Also gut. Warum laufe ich gegen die Wand? Ich habe das Wandsyndrom. Ich muss immer gegen eine Wand laufen. Wenn ich das nicht tue, werde ich innerhalb von 5 Sekunden sterben. Hä? Eigentlich ist es hier keine Wand, ne? Ach, egal. So, ich schau mal noch kurz unsere Pokémon an. Ich glaube, jawohl, die haben wir geheilt. Stimmt ja. Sehr schön. Dann befreien wir mal den Radioturm. Diese Team Rocket Drecksäcke, die müssen jetzt mal ein für alle Mal beseitigt werden von der Pokémon-Welt. Mensch, eigentlich hätte sich schon der... Ja, eigentlich hätte man sich schon vor 3 Jahren um sie kümmern sollen. So mit CSI und FBI, was weiß ich, was da noch alles gibt. So, da wir jetzt den Tür öffnen haben, können wir das Ganze öffnen. Ganz einfach. Und hier ist ein Rocket, der bewacht das Ganze. Warum hat sich der Rollladen geöffnet? Hast du etwas damit zu tun? Nein, das war mein unsichtbarer Freund. Also gut, 2 Pokémon besitzt da. Radikal. Jetzt haben sie statt Radfratz. Radfatz, ich sag immer Ratzfratz. Nee, Ratzfatz heißen die Viecher. Jetzt haben sie statt Radfatz, Ratzfratz, Ratfratz. Ach, scheiß drauf. Ratzfratz. Was weiß ich. Statt Ratzfratz haben sie jetzt ein Radikal. Das ist doch mal eine Steigerung, allerdings hat es immer noch ein erbärmliches Level. Level 24. Bitch, please, was soll der Mist? Grimasse, soll ich jetzt Angst haben oder was? Na komm, Huckzuck ist immer... ...noch schneller, aber nicht, wenn er auch Huckzuck einsetzt, verdammt. Egal, er ist down. Gut, jetzt besitzen wir nur noch ein Pokémon. Ein... Smogon. Mein Lieblings-Pokémon. Seit dem vorletzten Part. Los, Evoli, ich wähle dich. Mach deinem Trainer alle Ehre und besiege dieses Smogon. Mann, Evoli ist schon wieder kurz vom Level ab. Also, Evoli ist echt eine Killerkanone, was das Level angeht. Oh. Puh, das wäre jetzt aber was gewesen, wenn die Attacke getroffen hätte von Smogon. Dann könnte unser Evoli vielleicht nicht mehr gut treffen. Nein! Mist, ich hätte damit rechnen müssen. Evoli! Oh. Mein Gott, Smogon, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein, Mensch. Du Rüpel. Ich bin erledigt. Nein, dein Smogon ist erledigt. Du leider noch nicht. So, hier sind noch 2. Diese... weibliche Trainerin bewacht hier diesen... Die Frau da hinten. Mit einem Pokémon, das ständig nach rechts, nach links schaut. Links, 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 muss nach links schauen, einfach so, weil es lustig ist, ha, ha, ich schau nach links. Und ich glaube, ich schaue jetzt besser nach, ob die Aufnahme synchron ist. Im letzten Part war die unsynchron, bis gleich. Die Aufnahme ist synchron, ich habe auch gleichzeitig noch den Rand ein bisschen nach oben gezogen. Und weiter geht's. Sind Pokémon nicht wirklich niedlich? Ich denke, mein Pokémon sind niedlich, nachdem sie deine besiegt haben. Oha. Die hat einen Arbok, oder? Hast du einen Arbok? Nein, einen Rattan.
Ach komm, das Level, gleich fange ich zum Heulen an. Wie beim Ende von The Walking Dead, das Videospiel, fange ich zum Weinen an. Matty bringt auch mal Let's Playen. Eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe. So. Ja, Red Turn ist down. Wenn ich das Level sehe, dann bekommt mich so einen leichten Brechhals im Reiz. Langweilig. Dieser Kampf ist so langweilig, weil ständig gleichen Pokémon kommen. Dieser Kampf ist so langweilig, weil ständig die gleichen Pokémon kommen. Scheiß geile Pokémon, was sag ich da für ein Scheiß? Scheiß geile Pokémon. Es wäre Rettern geil. Dieses Rettern ist so geil. Okay. Das geile Rettern hätten wir jetzt besiegt. Das nehme ich hier für Wörter in den Mund. Unglaublich. Myrapla, ein Pflanzen-Pokémon. Wahrscheinlich auch Level 21. Hätte ich schon längst ein Luffler sein können. Aber nein. Level 23. Eine Steigerung um 2 Level. Ich bin begeistert. Und One-Hit-Kill. Das war der härteste Gegner, den wir je hatten. Langweilig. Ein Duflor. Wow. Auch Level 24. Oh ne, das Mirop hatte gerade Level 23. Ach, egal. Down. Egal, was für ein Level das hat. So. Und Erfahrungspunkte. Evoli kriegt wieder ein Level ab. Level 36 inzwischen schon. Es lernt Staffette, wie auch im letzten Part. Und damals haben wir ja Rückenschlag vergessen. Mache ich jetzt auch nochmal. Okay. Oh nein, sie sind absolut nutzlos. Was unnütz? Ja, nutzlos, unnütz ist dasselbe. Warum? Warum muss ich das über mich ergehen lassen? Mauzi, hilf mir! Mauzi! Los, Mauzi! Kratzerattacke! Mauzi, mach was! Na los! Mauzi, starr nicht nur nach links. Okay, was du kannst, kann ich auch. Ein Soundgeräusch, wenn Mauzi die Wand anklopft mit seinem Kopf. Naja, egal. Ich mache jetzt mal ein Safe State und mache wieder das wie im letzten Part. Ich gebe Evoli ein Sonderbonbon, um zu schauen, ob es sich entwickelt. Und wenn es sich nicht entwickelt, dann hasse ich unser Evoli. Also Evoli, entwickel dich besser, sonst... Sonst, Evoli, erlebst du dein blaues Wunder. Und ich rede hier nicht von Gebäuden. Okay. Okay, Evoli, du willst es darauf anlegen. Warum entwickelst du dich nicht, du Scheiß? Eigentlich beruhige ich mich jetzt. Dafür nehme ich dir jetzt deine EP-Teile ab. So, du hast genug Level bekommen. Die anderen sollen ja auch mal ein bisschen leveln. Mensch, du egoistisches Evoli. So, ich gebe jetzt im Imperator, sage ich ja, Iglaver den EP-Teiler, damit es Flammenrad lernt. So, hier ist ein nächster Rocket. Stopp! Ich bin als Team Rocket Festung bekannt. Kein Schritt weiter. Okay, ich bewege mich kein Stückchen, weil wir im Kampf... Oh, im Vorstand. Weil wir uns im Kampf befinden. Warte, ich weiß, was für ein Pokémon der hat. Ja, ich prophezeie. Oh, was sagst du? Kristallkugel aus dem Jenseits. Er hat einen Golbat Level 36. Oh, meine Kristallkugel ist super. Ich habe mir eine neue zugelegt. Meine alte war ein bisschen veraltet. Veraltet, ja. Nein! Aber was ich mich frage, die anderen Trainer-Pokémon, die hatten Level 21, ne? Also im letzten Kampf, 21 bis 25. Und jetzt auf einmal Pokémon mit Level 36. Das ist eine Steigerung um 15 Level. Also... keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Und warum sie so schwache Pokémon einbauen. Wenn hier plötzlich ein Golbat Level 36 vor unserer Schnauze dann steht. Egal. Unser X-Bat hat 4 Level weniger, aber ich glaube, es müsste das Golbat schlagen können, weil es entwickelt ist. Im Gegensatz zu diesem Golbat hier.
Hoffen wir, dass meine Theorie stimmt. Konfu-Strahl. Da müssen wir über Theorie reden. Ich war heute im Gericht. Im Gericht, ja. War voll, ja, wie war wie in einer Fernsehsendung, ne? Habt ihr bestimmt irgendwo mal gesehen, auf Sat 1 oder so, da laufen ja auch manchmal Richtersendungen. War ungefähr so wie im Fernsehen, also nichts Neues eigentlich, aber das waren gar keine heftigen Prozesse wie Mord oder Totschlag, nein, das war so kleine Prozesse wie Betrug oder sowas, also, oder Urkundenfälschung, halt so ein kleines Zeug, ne, was niemanden interessiert. Naja, die Festung wurde gestürmt. Gut, gehen wir weiter. Wir haben den Obermacker von denen erreicht. Sie wird bewacht. Von einer bekannten Person. Kennst du mich noch aus dem Versteck in Mahagonia City? Damals habe ich verloren, aber das wird heute nicht passieren. Doch, das wird passieren. Das kann ich dir versichern. Und obwohl ich gar nicht bei einer Versicherung arbeite, ja. Oh, ich höre schon auf. Keine Panik. Ich höre mit den schlechten Witzen auf. Arbok. Level 23. Nein, 32. Was seht ihr wie ein Scheiß? Mist, meine ich. Mann, warum bin ich heute so vulgär? Die vulgären Wörter, die fallen mir jetzt einfach so aus dem Gedächtnis raus. Nein! Oh, Paralyse schlecht. Also gut, Apollo, du bist dran. Dein Zug. Tja, Victor funktioniert nicht gegen ein Geist-Pokémon wie Apollo. Wah, wah, wah. Jetzt bist du auch noch verwirrt. Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Willst du jetzt mit angreifen oder was? Ach komm, das kannst du vergessen. Kevin, halt deine verdammte Schnauze! Was ist Apollo? Halt deine verdammte Schnauze und mach am besten gar nichts. Oh, wenn ich nichts mache, wirst du sterben. Ja, lass mich den Job machen. Wenn du noch prophezeist, dass er Biss einsetzt, dann setz auch Biss ein. Ja, ich weiß, ich habe hier eine Kristallkugel. Scheiß auf deine Kristallkugel. Ich bin ein Geist. Ich kann in die Zukunft blicken, bevor du in deine Kristallkugel schaust. Na gut, jetzt hör auf zu quatschen und besieg das Arbok, ja? Ach komm, Apollo will mich ärgern. Oder trauen, nerven. Throne, whatever. So, Apollo killt Arbok. Zwei Pokémon, die mit einem A anfangen. Und Level Up, jetzt lernt Iglava endlich Flammenrad. Juhu. Soll eine andere Attacke, ja. Welche Attacke zu vergessen werden? Wie wär's mit Glut? Das kannst du dir selber dazu denken, oder, Spiegel? Nein, kann ich nicht. Ja, dann eben nicht. So, Iglava lernt Flammenrad. Endlich mal eine geile Attacke. Und jetzt wechsle ich zu Iglava, damit wir die Attacke gleich... Oh, Iglava ist paralysiert. Na gut, dann nehme ich mal wieder... Gyarados haben wir lange nicht mehr benutzt. Wo ihn genau eigentlich auch. Aber ich nehme mal Gyarados. Einfach mal so zum Spaß. Hallo, Gyarados. Hallo! Na, wie geht's dir? Scheiße! Wieso scheiße? Keine Ahnung. Ach so, okay. Ach, du bist wütend, kann es sein? Ja. Okay. Mann, jetzt rede ich hier schon mit meinem Pokémon. Unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass Kramox Nachtnebel kann. Jetzt weiß ich. So, ich schicke dich wieder in den Urlaub. Oh, da kannst du ein bisschen surfen, Gyarados. Auf so großen Wellen. Okay, Gyarados kriegt Erfahrungspunkte. Ebenso Iglava. Giflor. Tja, Giflor. Ich bin jetzt verlockt, Iglava mit seinem Flammrad einzusetzen. Na komm, mach ich's mal. Iglava ist zwar paralysiert, aber... Cooler Sprite. Giflor, eins unserer Team-Pokémon im Pokémon Rot-Let's Play. Speed-Let's Play, genau gesagt. Komm schon! Jawohl! Ich dachte schon, die Paralyse verhindert jetzt, dass wir Flammrad einsetzen können. Wie dumm von mir. So, One-Hit-Kill. Bitte, was? Kein One-Hit-Kill? Iglava, was ist los mit dir? Flammrad ist doch so stark. Egal, immerhin brennt Giflor jetzt ein bisschen. Das denkt seinen Angriffen wenig. Aber Giflor greift eh mit Spezial an, also... Nein! Iglava, bitte! Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Naja, immerhin macht die Verbrennung jetzt ein bisschen was. Bam, ins Gesicht.
So, Giflo ist down. Ebenso die Rocket-Vorständin. Das darf nicht wahr sein. Ich habe mich so angestrengt und dennoch verloren. Ja, da musst du mehr trainieren. Ist doch völlig logisch. So, bevor ich gegen den Typen hier antrete, heile ich schnell meine Pokémon. Ich glaube, das mache ich offscreen. Bis gleich. Okay, Pokémon sind geheilt. Weiter geht's. Der letzte finale Rocket-Boss steht uns noch bevor. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, ist Team Rocket ein für alle Mal vernichtet. Also vernichten wir Team Rocket. Du bist so weit gekommen. Du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen, die Radiostation zu annektieren, um unsere Rückkehr bekannt zu geben. Das sollte unseren Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzukehren. Wir werden unseren früheren Ruhm wieder erlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Der letzte Rocket. Er versucht jetzt verzweifelt sein Team Rocket zu verteidigen. Oder seine Splittergruppe Team Rocket hat sich eigentlich aufgelöst. So, das spiegelt auch die Stärke seiner Pokémon wieder. Er hat Pokémon mit Level 33, Hunduster in dem Fall jetzt. Da setze ich Gardas ein. Hunduster ist ein Unlicht-Feuer-Pokémon. Kann man ins Team reintun, finde ich aber ein bisschen Mainstream. Also gut. Ich schicke dich wieder in den Urlaub, Gardas, ne? Da hast du doch nichts dagegen, oder? Nein! Alles klar, Hunduster verträgt den Urlaub von Gardas nicht. Was? Meine Kristallkugel meldet sich wieder. Ach, egal. Scheiß auf dich, Kristallkugel. Ich brauche dich jetzt momentan nicht. Ich hatte schon Kristallkugeln, aber nett, dass du es mir nicht darauf hinweisen willst, dass er ein Smogger Level 33 hat. So, Gardas wird jetzt ein bisschen trainiert hier in diesem Part. Gleich erreicht es Level 30. Iglavar kriegt noch ein Level ab. Wenn es so weit geht, haben wir bald einen Tornupto. Und sein letztes Pokémon, ein Hundemon. Das letzte Pokémon, das Team Rocket noch zu bieten hat. Level 35. Finte, eine Attacke, die immer trifft. Und ist eine Unlichtattacke. Das heißt, da ist auch Step drauf, weil Hundemon ein Unlicht-Pokémon ist. Aber egal. Jetzt nutzen wir die Feuerschwäche von, die Wasserschwäche von Hundemon. So, dass es jetzt gewonnen-hittet wird. So. Und Gardas müsste jetzt ein Level abkriegen und Silberblick, glaube ich, erlernen. Ja, genau, ganz wie ich es gesagt habe. Ich schau mal nach, welche Attacke ich vergessen kann. Tackle. Machen wir Tackle weg. Tackle setzen wir gar nicht so richtig ein. Okay, Vorstand ist down. Nein, vergib mir, Giovanni. Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen. Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Wie Giovanni werde ich Team Rocket heute hier und heute auflösen. Leb wohl. Gold, vielen Dank. Dein couragiertes Handeln hat die Pokémon im ganzen Land gerettet. Ich weiß es nicht. Ich weiß... Was? Ich weiß, es ist nicht viel. Aber nimm dies bitte. Ja klar, es schenkt uns eine Glocke oder was? Früher gab es hier einen Turm in Ducate City. Aber er war alt und baufällig. Also haben wir ihn durch unseren Radioturm ersetzt. Beim Bau haben wir diese Glocke gefunden. Ich hörte, dass früher viele verschiedene Pokémon in Ducate City lebten. Vielleicht hat diese Glocke etwas mit dem Zinnturm in Teak City zu tun. Das erinnert mich. Ich habe Team Rocket zufällig flüstern hören. Es scheint, als führten sie etwas am Zinnturm im Schilde.
Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht. Vielleicht solltest du es überprüfen. Okay, ich gehe zu meinem Büro zurück. Na, ciao. Und danke für die ganze Arbeit. Meine Bitch. Was? Nee, habe ich nicht gesagt. Was ist los? Hä, was? Ah, seht mal da, ein Item. Überall. So, okay. Und jetzt, ja, jetzt ist die Rocket vernichtet, kann man sagen. Oh, hat sich aufgelöst. Und der Radioturm ist wieder frei von bösen Team Rocket Leuten und ebenso auch die Radiosendungen im Radio sind wieder frei. So, und jetzt chillen wir mal eine Runde. Wir haben Team Rocket erledigt. Nie wieder wird sich Team Rocket zeigen. Wir haben sie ein für alle Mal vernichtet. Oh, du hast mich gerettet. Nimm dies als Zeichen meines Dankes. Sie hat uns ein roter Band geschenkt. Das ist aber aufmerksam von ihr. Oh, das werde ich sofort meinen Pokémon in die Haare stecken. Ich mag rosa Bänder. Für Pokémon mit Normalattacken ist das genau das Richtige. Oh, aber sicherlich. Ich werde das rosa Band sofort meinen Pokémon geben. Einfach mal so zum Spaß. So, okay, rosa Band hier. Welches normal Pokémon? Natürlich, ich kenn's unseren Evoli. Evoli sieht so süß aus. So. Okay, jetzt genug rumgeschwuchtelt. Münzaumlet gebe ich Apollo. Habe ich im letzten Part ja auch mich selber darauf hinweisen wollen, dass ich das meinem Pokémon noch geben sollte. Wo ich es nachsynchronisiert habe, aber egal. Habe ich eben jetzt gemacht, so. Ich will auch Geschenke von dir. Danke, du bist mein Held. Nimm dies als Zeichen meines Wertschätzung. TM11. Lass mich raten, Regentanz. Es ist Sonnentag. Feuertacken werden kurzzeitig verstärkt. Good to know. Good to know. Steht auch in der Moveset drin. Allerdings warte ich noch ein bisschen, bevor ich die Attacke dem Pokémon beibringe. Wir haben die Rufe von allen bekannten Pokémon auf Tonband. Es sind circa 200. Inzwischen sind es schon über 600. Nee, 700. Bei uns gibt es rund um die Uhr Unterhaltungssendungen. Ich versuche auch rund um die Uhr zu arbeiten. Mensch, die schenken uns keine Geschenke, diese Geizhälse. Ich will ein Geschenk! Schau dich in Ruhe um. Der Intendant ist wieder nett. So wie er früher war. Kein Geschenk, Geizhals. So, jetzt will ich von dir ein Geschenk, ansonsten werde ich hier alle töten. Was? Du kannst überall Radio hören. Probier's mal aus. Eine Info, die ich schon längst weiß. Los, Pummellauf! Gesangattacke! Nein! Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Echt? Hehe, das ist gut zu wissen. Okay, Radio. Das sieht nach einem Schlaflied aus. Ich bin's, DJ Ben. Es ist Montag. Nein, es ist nicht. Entspann dich beim Pokémon Schlaflied. So, jetzt. Du solltest eigentlich pennen. Hat die Girl da gesagt, egal. Hört die Passwortsendung täglich von 6 bis Mitternacht. Hört zu und besucht mich dann. Nein. Du kannst deine gesammelten Punkte gegen einen Preis deiner Wahl eintauschen. Wir haben gerade einen Punkt. Wow. Ich sollte vielleicht etwas daran denken, hier Radio zu hören. Und zu Buena zu gehen. Buenas Aires nämlich, ja, die wohnt in Buenas Aires. So, jetzt will ich von euch zwei Items haben. Ansonsten werde ich euch jetzt einen von euch töten. Ich liebe Margit vom Pokémon Talk. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Okay, du stehst auf meiner Liste. Ben ist ein großartiger DJ. Seine... Was? Sonore Stimme. Wer sagt heutzutage sonor? Seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen. Okay, ihr zwei steht auf meiner Liste, ne? Wir sehen uns dann in 24 Stunden. Ich hole meine Kollegen und dann machen wir eure Bude Platz. Und ja, dann geht's euch an den Kragen. So. Krieg ich von euch vielleicht ein paar Items? Höre bitte uns. Nein, werde ich nicht machen. Hallo, bist du wegen der Glückszahlenschau hier? Soll ich die ID-Nummern deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du vielleicht einen Preis. Beim letzten Mal haben wir, soweit ich weiß, das allererste Mal in meinem Leben gewonnen. So, schauen wir mal nach. Vielleicht gehen wir mal nochmal. Na, jetzt aber. Hallo, ich will dieses Menü weg haben. Moment. Menü, weg.
verschwinde! Ich weiß, dass da... Hallo? Was? Oh, die letzten beiden Ziffern stimmen überein. Du hast den dritten... Was? Schon wieder? Oha! Oha! Wir gewinnen hier am laufenden Band, also... normalerweise gewinne ich ja, wie gesagt, nie, aber jetzt auf einmal im Let's Play habe ich zweimal gewonnen. Also, das ist wirklich ein krasser Zufall, den hatte ich noch nie. Willkommen. Ja, tschüss. So, Ducati City, und was ich jetzt hier, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns den letzten Orden zu holen. Also, ich zeige euch mal, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können hier nach Teak City gehen und nachschauen, was wir mit dieser klaren Glocke machen können. Oder die zweite Möglichkeit ist, wir gehen hier weiter nach Osten in die nächste Stadt hier, wo ich den Namen gerade nicht weiß, und holen uns den letzten Orden und gehen dann in die Top 4, die hier ungefähr ist. Hier, ja, ungefähr hier, da, in dem Bereich. Ja, wir haben mehr Möglichkeiten. Ich entscheide mich im nächsten Part. Und zwar... Na, lass mal den Zufall über entscheiden. Okay, ich mache jetzt meine Augen zu und dann drücke ich irgendeine Taste, ne? Okay, ich drücke die Taste in 3, 2, 1, los! So, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich gewählt habe. Okay, das ist Teak City, würde ich sagen, oder? Ja, das ist ein bisschen... Ja, komm, werten wir das als Teak City, also... Wir schauen uns nach, was sich im Zinnturm befindet. So, einmal schnell Pokémon heilen, dankeschön. So, aber bevor ich das hier jetzt mache, kaufe ich mir einfach mal so ein paar Bälle, damit wir ein bisschen Vorrat haben. Weil wir wollen ja schließlich noch ein bisschen Pokémon fangen, ne? Und ohne Bälle ist man wahrscheinlich ein bisschen aufgeschmissen. Hyperbälle wären wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich sollte mal bei meiner Mutter vorbeischauen. Deine Mutter sammelt das Geld von deinem Sohn. Scheiße. Ja, okay, schnell vergessen, der war kacke. Ich gebe ich zu. Deine Mutter lebt in Neuburg hier. Hallo Mama, ich bin wieder da. Hi, willkommen, ich singe, du bemühst dich sehr. Ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ist es wegen deinem Geld? Ja. Was wirst du tun? Abheben. Wie viel möchtest du abheben? Alles am besten, weil ich vertraue dir nicht. So, 1, 2, 3, 1, 2. Dankeschön und auf Wiedersehen. Okay, und jetzt fliegen wir mal nach Ebenholz City. Oder wie? Nee, Anemonia City. Ach, scheiß drauf, ich weiß den Stadtnamen nicht. Mahagonia City. Ja, ich werde mir den Namen nie merken. Gut, dann gehen wir mal in diesen Markt, sag ich mal. Da, wo inzwischen wieder eine normale Musik läuft. Gut, anscheinend haben sie den Typen gefeuert. Ist auch recht so, so. Na, die verkaufen auch nur Superbälle. Na gut, dann eben Superbälle. Sind auch ein bisschen günstiger als Hyperbälle. So. Okay, und jetzt gehen wir zurück nach Teak City. Den Namen kann ich mir merken, Teak City. Und dann suchen wir mal nach dem Zinnturm. Ich weiß, wo er sich befindet, und zwar hier. Ach ja, übrigens war das hier auch so eine Stelle, wo ich ab und zu immer vorbeigelaufen bin. Weil dieser Typ, der ist so sozial, der will nicht, dass wir vorbeigehen. Ey, du kommst hier nicht rein. Ey, du hast voll geschätzte Klamotten, ey, du kommst hier nicht rein. Ey, nee, verpiss dich, ey, ich lass dich nicht durch, ey. Ey, hau ab. Naja, okay. Im nächsten Part werden wir mehr dazu sehen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.